Standardmäßig gibt es auf dem iPhone Lockscreen seit vielen Jahren genau zwei Toggles, nämlich einmal hier die Kamera und dann einmal die Taschenlampe. Und diese beiden Schnellzugriffe ließen sich zuvor nie ändern. Mit iOS 18 ist das aber möglich. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Und sollten dich übrigens Videos wie dieses zu Tipps und Tricks rund um das neueste iOS und iPhone interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen kurzen Videos mehr zu verpassen. Seit dem iPhone 15 Pro gibt es auf der linken Seite des iPhones den Action-Button, der frei belegbar ist, mit sehr vielen verschiedenen Optionen, Einstellungen, Bedienungshilfen und viel mehr. Und das ist ein Grund, warum Apple nun unter iOS 18 die Möglichkeit bietet, dass man ganz einfach verschiedene Toggles auswählen kann. Rein theoretisch könnt ihr mit dem Action-Button weiterhin das iPhone stumm oder laut schalten, aber ihr könnt auch einen Fokus aktivieren, die Kamera öffnen, die Taschenlampe öffnen als Alternative zu dem Toggle. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Sprachmemo aufzunehmen, Musik erkennen, übersetzen und vieles mehr, genauso wie dann hier Steuerungselemente, Befehle, dann hier die Möglichkeit, natürlich auch Bedienungshilfen hinzuzufügen. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und das sorgt am Ende natürlich dafür, dass man dieses Toggle mit der Taschenlampe auf dem Lockscreen nicht mehr zwingend als genau dieses Toggle verwenden muss. Ergänzend dazu kommt nun mit dem iPhone 16 und 16 Pro noch die Kamerasteuerung auf der rechten Seite des iPhones und diese öffnet die Kamera und dadurch ist natürlich der festgelegte Kamera-Button auf dem Lockscreen ebenfalls nicht mehr notwendig, weil man dafür nun einen eigenen Hardware-Button am iPhone direkt hat und daher kann man das Ganze dann hier entsprechend natürlich gegen eine sinnvollere Aktion austauschen. Um die Toggles nun auf eurem iPhone Lockscreen auszutauschen, müsst ihr hier einfach einmal gedrückt halten und dann einmal auf Anpassen tippen und dann hier natürlich einmal den Sperrbildschirm auswählen und dann seht ihr auch schon, dass ihr hier eben jeweils ein Minus habt, um diese Toggles zu entfernen. Wie bereits erwähnt, könnte man die Taschenlampe zum Beispiel über den Action-Button aktivieren und hier die Kamera eben über die Kamerasteuerung. Das heißt, ich werde den hier jetzt einfach einmal entfernen und dann hier auf das Plus gehen und dann seht ihr auch schon, dass sich hier ein neues Fenster öffnet mit allen Steuerelementen, die wir unter iOS 18 auch im Kontrollzentrum verwenden können. Das heißt, hier sind Klassiker mit dabei, wie eben die Home-App zu öffnen, Rechner zu öffnen, Wecker, den Dunkelmodus zu aktivieren, die Lupe, die Stoppuhr. Über App öffnen können wir jede beliebige App aufrufen und wir können natürlich auch so etwas machen wie Code-Scan oder Stoppuhr und ganz klassisch eben Taschenlampe und Kamera ist natürlich ebenfalls mit dabei. Aber es gibt noch viele weitere Steuerelemente, unter anderem auch von Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel von iScreen. Seht ihr, dass es hier sehr viele verschiedene Toggles gibt. Dann hier einmal Anzeige und Helligkeit, die man auswählen kann. Dann hier einmal Aufnahme. Wir können ChatGPT direkt vom Lockscreen öffnen. Device Monitor, dann hier natürlich die Home-App, Kurzbefehle, dann eine weitere Drittanbieter-App, Log Launcher, die wir nutzen können, Maßband. Wir können die Notizen direkt aufrufen, natürlich auch andere Kamera-Apps verknüpfen, unsere Apple TV-Fernbedienung, dann gibt es noch viele weitere sonstige Sprachmemos, Töne, dann haben wir Übersetzen, wir haben die Uhren-App, wir haben Verbindungen, können zum Beispiel direkt den Flugmodus aktivieren oder den Hotspot. Wir können auf Apple Wallet zugreifen, die Apple Watch anpingen. Und dann natürlich hier auch diverse Bedienungshilfen für Hören, Bewegen, Sehen und so weiter. Also es gibt hier wirklich eine Fülle an Bedien- bzw. Steuerelementen, die wir hier ganz einfach auswählen können. Ich habe mir jetzt hier beispielhaft einmal auf die linke Seite ChatGPT gelegt, um direkt die ChatGPT-App zu öffnen und auf der rechten Seite einmal den Stummmodus. So kann ich mein iPhone vom Lockscreen direkt einmal lautlos oder laut stellen und kann den Action-Button eben für eine andere Aktion nutzen. Finde ich so sehr praktisch, aber ihr könnt natürlich hier im Grunde genommen wirklich jede andere App, jedes andere Toggle, jede andere Steuermöglichkeit auswählen und das Ganze so frei für euch beschließen. Schreibt ihr mir jetzt gerne einmal unten in die Kommentare, welche Steuerelemente ihr auf dem Lockscreen platziert habt. Würde mich sehr interessieren und wenn euch dieses kurze kleine Video gefallen oder geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.